Los, mein Hengst. Küssen dich. Wir werden das versuchen mit dem Regen, ja, aber ich kann es dir echt nicht versprechen, ob das mit dem Regen klappt. Also man wird sehen, dass ihr nass seid. In dem Bild muss er richtig aussehen wie eine leidende Kreckmuhe. Ich habe mir den Dreitaugen-Schauspieler angeschaut. Und bitte. Die gefährlichste Szene hatten wir bereits im Kasten. Jetzt kommen wir zur emotionalsten. Gut, dann ziehen wir uns zurück, ne? Ja gut, klar. Wir können dann kurz rumschwenken. Er kann ja rüberschwenken. Fünf Sekunden zeigen. Das steht dann wieder rum. Und den Schwenk an der Hauswand darf ich mal nicht herausschneiden. Dann habe ich ja Schnitt gegen Schnitt. Die Anspannung ist zu spüren und zu sehen. Wollen wir uns jetzt nass ins Auto setzen oder gleich, wenn wir rauskommen, nass machen? Das machen wir gleich, kurz bevor wir drehen, ja. So, dann vertiefen wir uns nochmal, wenn ihr ganz komplett weit seid, dann kommen wir und dann... Hast du noch was? Wie lange... Machen wir den Dreher jetzt gleich mit der Kussszene oder machen wir den nicht? Dann machen wir... Frieren wir einer, wenn wir uns gegenüberstehen, ne? Und den Dreher wolltest du ja aus der Schulter machen mit dem Regen dann und mit dem und um uns. Nee, nicht aus der Schulter, schon auch steady, aber. Oder so. Ich werde einfach verschiedene Varianten nehmen, sodass du immer zwischendurch in was anderes reinschneiden kannst. Ja? Also deswegen würde ich das halt ein paar Mal durchmachen. Um sich auf den Dreh vorzubereiten, haben sich die beiden Hauptdarsteller vom Team entfernt und sind in sich gegangen. Ich kann dich nicht vergessen. Am letzten Drehtag wurde es dann sexy. Für einige wohl zu sexy. So fuhren wir zum Kino vor. Mach die Augen auf! Prost, ihr Säcke! Prost, du Sack! Wie sagt Iris Berben, eine Branche, die hart ackert, muss sich dann auch feiern. Ein Lügenleiter der Regisseur dieses Films. Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht? Los, mein Hengst. Küsse mich. Im Kino in Bad Salzuflen fand dann die ausgelassene Premiere statt. Hi, Fans! Die fette Aftershow-Party gibt es in der nächsten Folge.